Ein sensationelles Interview erwartet dich mit vielen Ahas. Daniel, vielen Dank, dass wir bei dir hier die Mastermind-Runde im Stockhotel machen dürfen im Zillertal. Sensationelle Atmosphäre hier. Genau, perfekt. Wir hatten jetzt gerade einmal die Führung und dabei sind natürlich eine Menge Fragen aufgetaucht. Ich hau mal direkt mit einer rein. Das kostet was, wenn man hier ist. Und jeder Deutsche überlegt dann natürlich, sag mal, was können wir da am Preis machen? Wie macht ihr euer Pricing? Woran orientiert ihr euch? Was ist mit Rabatten? Was ist, wenn ich als Familienvater sage, ich komme 2 Wochen, bringe 2 Kinder mit, wir nehmen eine Suite, können wir da was am Preis machen? So, also erzähl doch mal was zum Thema Preise. Also danke, meine Frau, es freut mich sehr, dass wir gemeinsam uns hier ein bisschen austauschen. Ich erkläre unseren Kindern bei dem Etikettenkurs, Benimmkurs, Knickekurs immer, dass sie verdammt stolz auf ihre Eltern sein können. Denn wer schafft, hier Urlaub zu machen oder wer hier Urlaub macht mit den Kindern, und das nicht nur einmal im Jahr, sondern auch 2 bis 3 Mal mit diesen ganzen Extrakosten, da haben die Eltern alles richtig gemacht und die Kinder können sehr, sehr stolz sein. Denn es gibt wenige, die sich hier einen Urlaub leisten können, weltweit gesehen natürlich. Und das ist einmal wichtig, dass die Kinder die Wertschätzung kennenlernen, den Eltern gratulieren natürlich auch, weil auch immer die Frage, wie geht's euch? Ja, wie soll es ihnen gehen, wenn sie sich einen Urlaub im Stock leisten können und sich auch noch die Zeit nehmen, um hier zu sein, weil auch die Zeit ist ja genauso wichtig wie Geld, also nicht nur das Geld, sondern auch dann die Zeit noch zu haben, ist ja auf einem fast gleichen Stellenwert in einem heutigen Lebenszyklus. Also sind auch die wiederum Gewinner. Und den Vätern, die anrufen und am Preis versuchen, was zu schrauben, den erkläre ich, dass mit diesem Preis er nicht nur ein Zimmer bezahlt mit einem Essen, sondern mit diesem Preis gibt er uns die Verantwortung und wir nehmen die Verantwortung, dass wenn er nach einer Woche nach Hause fährt, dass seine Frau mit einem strahlenden Gesicht neben ihm sitzt und die Kinder glücklich sind und sich beim Vater bedanken, dass sie ins richtige Hotel gewählt haben. Denn wir kümmern uns um das Rundum-Sorglos-Paket, dass die ganze Familie glücklich ist und beim Heimfahren vielleicht eine oder andere Freudenträne hat, Gänsehaut hat oder noch mehr als Familie wieder zusammenwächst. Das Ganze ist das Stockfeeling zwischen den Zeilen. Und das garantiere ich ihm und deswegen ist der Preis passend, das weiß ich, weil wir schauen im Hotel noch mit kleinen Zugaben, ob das kleine Aufmerksamkeiten sind, ob das kleine Wow-Erlebnisse sind, ob das einfach dieser kleine Schritt voraus ist, dass dem Gast einfach das Gefühl gibt, er ist immer im Plus und dann fühlt er sich gut. Und ich glaube, dann möchte er gar keinen Rabatt, weil er will genau für diesen Preis das Feeling bekommen und das garantieren wir ihm. So super. Gut es geht. Das ist super. Klare Ansage. Wie kommt ihr denn an eure Gäste? Da interessiert mich, wie ist das Verhältnis zwischen Stammgästen, die immer wieder kommen und Gästen, die das erste Mal da sind? Und was für Maßnahmen macht ihr, dass das Haus entsprechend ausgelastet ist? Also wir haben 75% Stammgäste. Von den 75% Stammgästen sind dann wiederum kommen die restlichen 20% auf Empfehlung der Stammgäste. Dann bleiben noch 5% übrig und die 5% ergeben sich durch Google, zufällig und vorbeifahren. Zufällig auf uns gestoßen. Ja, Wahnsinn. Das heißt, die 75% Stammgäste werben uns wiederum noch 20% an. Das heißt, wir sind bei 95 und ja, das sind alles aus dieser Mundpropaganda. Früher hat man Journalisten eingeladen und Geld ausgegeben für Magazine. Jetzt wissen wir, dass jeder einzelne Gast wie ein Journalist ist und der wichtigste Journalist eigentlich ist, ist der, der im Haus ist. Nicht der, der in Frankfurt ein Magazin kauft und beim Durchblättern zufällig den Stock sieht, sondern dieser Gast, der im Haus ist, das ist einfach der wichtigste und den sollte man nicht vergessen. Das heißt, diese ganzen Marketingmaßnahmen, das ist ja gar nicht für euch groß nötig. Ne? Ihr müsst nur sorgen, dass der Gast, der da ist,
begeistert wieder fährt. Und wenn jemand anfragt, dass man ihm den Zugang relativ leicht macht. Genau, genau. Okay. Hier haben wir unsere Gerüchteküche, unser Mitarbeiter-Essraum. Hier drinnen gleich. Wir bekommen auch, wir Mitarbeiter, wir sind 180 Mitarbeiter. Wir bekommen hier täglich Frühstück, Mittagessen, Kuchenbuffet und Abendessen. Also wirklich alles dabei, es sind Kaffee, Tee und Softgetränke. Also können wir uns zumindest den ganzen Tag hier bedienen. Wir wohnen mit ca. 120 Mitarbeiter. Natürlich große Wohnungen, also ohne zu übertreiben, das kann man sich schon hinten wohlfühlen mit eigenem Bad, eigener Küche. Es gibt auch eigene Pärchenwohnungen und viele Pärchen, also ist es wirklich top ausgestattet, dass es richtig wohlfühlen kann. Ich sage immer, bei der Arbeit muss man 100% geben, aber dann, wenn man frei hat, dann hat man auch wirklich frei und kann entspannen. Und das ist wie Urlaub. Wenn man wandern geht oder im Winter Skifahren, das ist dann ja wirklich wie Urlaub, ja. Wir können noch einen kleinen Blick reinwerfen. Es ist gerade eine kleine Schulung hier drin. Aber nur, dass Sie es kurz sehen, wie sie aussieht, weil ich glaube, so einen Mitarbeiterraum gibt es selten in einem Hotel, also so hell und so freundlich gestaltet. Coole Sache. Eigene Wäscherei. Wie kommst du an solche Mitarbeiter? Das ist ja das Thema überhaupt, Recruiting. Wie findest du überhaupt Mitarbeiter? Wie findest du die richtigen Mitarbeiter? Ich glaube, das ist ganz, wenn man es immer vergleicht, was mache ich für die Gäste, wie kriege ich die Gäste? Marketing für die Gäste, Im-House-Marketing für die Gäste. Das gleiche ist auch für die Mitarbeiter. Ich glaube, dass es nichts anderes ist. Den Mitarbeiter kriegt man wiederum über einen Mitarbeiter. Ein einziger Unterschied ist, der Gast, der hier verlässt, geht oft im sehr Positiven und macht sofort im Positiven Werbung für mich. Der Mitarbeiter, der mich verlässt, ist vielleicht nicht immer positiv, weil ihm natürlich etwas gestört hat. Wenn er aber dann woanders ist, wenn er dann eine neue Arbeitsstelle bekommt und sieht dann, beim Stock habe ich zwar das bekommen, ich bin gegangen, weil diese Sache dort oder dieses Stück dort mir nicht gepasst hat. Ist es Lohn, ist es Stress, ist es Druck, ist es hat das Prinzip gegeben, neben ihm vielleicht nicht so mitgemacht, wie es sein soll, dann geht er, aber in einer anderen Arbeitsstelle passen dann mehrere andere Sachen nicht und dann fängt er an, sag ich mal, diese Werbung für uns zu machen, wenn er sagt, okay, beim Stock, da war das Essen gut, beim Stock war das Mitarbeiterzimmer besser, beim Stock haben wir in der Freizeit das und das gemacht, also das ist dann auch im Endeffekt, bekomme ich einen Mitarbeiter auch durch Mitarbeiter, die gehen, sag ich jetzt mal, weil die sind genauso eine Art Werbeträger. Und Mitarbeiter bekomme ich auch über die guten Mitarbeiter, die ich habe. Denn ich wäre nie einen Mitarbeiter, ich habe immer so Mitarbeiter in einem Drittel, das ist der engste Kern, das ist der Inner Circle, die lange bleiben, die aufstehen und für den Betrieb leben, als wenn sie eigener wären. Dann ist das zweite Drittel die Mitarbeiter, die bleiben, die loyal sind, die sich mit dem Stock identifizieren. Man erkennt sie, man spürt sie, das sind Stockmitarbeiter. Und das dritte Drittel sind die, die kommen und gehen, die kommen teilweise gar nicht richtig an, die kommen nicht am Hauptbahnhof an, sondern eine Station davor. Denen ist das halt ein bisschen zu much. Es gibt ja viele Mitarbeiter, das ewige freundlich sein und grüßen, das sind die nicht, die sind mehr von der Stadthotellerie. Das sind dann die in der Saison bleiben, die vielleicht dann auch abbrechen. Und so ungefähr teilt man das ein und es wird plus minus immer ein bisschen so bleiben. Gerne mal, dass ein bisschen überschwappt und mehr wird. Man gibt auch viel dazu, aber ich sehe es dann immer entspannt und sage, du, das ist so. Und dann habe ich auch gar keinen Druck und keinen Stress, wenn mal Mitarbeiter wieder gehen, weil es einfach auch üblich ist in dieser Branche, in Finkenberg, in den Bergen. Wenn ich jetzt denke, du bist 22 Jahre alt, bist sehr cool und gut drauf, möchtest die Welt sehen, bleibst dann 2 Jahre in Finkenberg beim Stock, ist das ja auch schon mal etwas Gutes. Dieser Bereich mit dem Sportschwimmbecken ist 2012 dazugekommen, das war die letzte größte Erweiterung des Hotels. Genau, nach und nach ist eben dazugebaut worden. Wir haben 5000 Quadratmeter das Barbereich hier. Wir haben eine Fitnessstudio, die wir da noch aufschauen werden. Also hier sieht man eigentlich, wie groß das Ganze ist.
Action Park, den haben wir seit 2015. Warum sind die Mitarbeiter so freundlich? Warum ist das so? Ich würde sagen, weil meine Eltern vor 40 Jahren mit dieser Energie, mit diesem Ziel und mit dieser Leidenschaft begonnen haben, das zu leben und das jahrelang gelebt haben und jahrelang immer weiter gelebt haben und nie von ihrem Kurs abgekommen sind, plus minus, das an uns weitergegeben haben, die Kinder, an die Mitarbeiter gegeben haben und das immer schon eine Philosophie war. Und immer eine Herzensangelegenheit und deswegen glaube ich, geht das in diese Richtung. Ansonsten gibt es diese Regel, oder gibt es noch eine Regel, gibt es noch das, den Mitarbeitern ein Verständnis zu geben, zu sagen, hey, die sehen, wie sauber wir versuchen, die Gänge zu halten, den Mitarbeiter-Essraum, wie wir Wert auf Genauigkeit, Sauberkeit legen. Das heißt, die Achtsamkeit, diesen Respekt dem Betrieb gegenüber, der Hardware, der Software, der eigenen Gegenstände und vor allem auch den Menschen gegenüber, diese Achtsamkeit, die zeige ich ihnen, die lasse ich sie spüren, berühren und die versuche ich ihnen dann im Verständnis weiterzugeben, dass genau das schön ist, wie er es hat und was er hat und wo er lebt und genau das wollen wir, dass er das auch weitergibt. Und wenn man das ihnen ein bisschen so klar macht, dann steigt das Verständnis der Mitarbeiter und dann versteigt vielleicht auch die Freude, etwas zu tun oder dann auch der Hunger. Weil man sieht, wie es einem selber gefällt. Bei uns ist jeder sehr flexibel. Also unser Fitnesstrainer arbeitet oft als Tischler, wenn mal Hilfe gebraucht wird. Unser Jugendbetreuer genau als Tischler. Genau. Also man kann schon sehr flexibel sein, wenn man möchte. Sehr viel an. Trotzdem muss man ja immer dranbleiben, wie du schon sagst, permanente Verbesserung. Was sind im Moment so deine Visionen? Habt ihr schon konkrete Pläne, was ihr ändern wollt, vielleicht intern, aber auch extern zum Gast? Wie ist da der Status? Was ist für die Zukunft geplant? Ja, wir haben wiederum beide unsere beiden starken Phasen sind einmal das Stockresort mit dem Stockfeeling. Stockresort als Hardware, der Stockfeeling als Software. Dann die Stock Team Lodge als diese Heimat der Mitarbeiter und der Stock Team Spirit als die Energie der Mitarbeiter. Das heißt, überall, wir arbeiten an allen vier. Wir haben wieder einen Plan, wie wir jetzt unten, oder ihr gesehen habt, wir bauen gerade eine neue Team Lodge mit 30 Einheiten, wieder ganz etwas Besonderes für Mitarbeiter. Das ist die Hardware. Und dann haben wir wieder herum für den Stock Team Spirit wieder 2-3 Projekte. Sprich, ein Projekt heißt der Stockführerschein. Das ist so, wie man einen Motorradführerschein macht. Da gibt es diesen Führerschein mit allen Fragen, den der Mitarbeiter durchspielt, spielerisch, um das Know-how und das Wissen vom Stock zu bekommen. Ein zweiter Bereich ist die Stockkulturuhr, wo wir jetzt uns als große Aufgabe genommen haben. Wir haben, sage ich jetzt mal, 16 Stücke, die für einen Menschen wichtig sind. Das sind Arbeitszeit, Stunden, Arbeitskleidung, Geld, Gäste, mit denen Mitarbeiter zu tun haben, Freizeitbeschäftigung, alles Mögliche ist dabei. Und ein wichtiger Stück ist diese positive Energie. Das heißt, den Mitarbeiter und uns so hinzubekommen, dass wenn ich beispielsweise nach Hause gehe, dass ich von meinen 5 positiven Erlebnissen und auch 5 negative Erlebnisse oder nicht so positiv, passiert ja jeden Tag etwas oder es gibt ja irgendwas. Wie gehe ich zu meinem Partner, zu meinem Freund, zu meinem Freundeskreis nach Hause und was erzähle ich? Erzähle ich das, was den Menschen üblich ist,
ich hatte Stau, das Essen war scheiße, ein Gast hat mich angemacht, der Junichef hat mich nicht gegrüßt, wir hatten eine Stornierung heute und eigentlich war das Wetter beschissen und ich hatte eine halbe Stunde länger arbeiten müssen. War das mein ganzer Tag? Oder gehe ich hin und sage, hey, ich habe heute eine Wochenbuchung in einer schlechten Zeit reingemacht. Die Frau Stock, die hat mir heute auf die Schulter geklopft und gesagt, dass ich einen super Job mache. Heute gab es endlich mein Lieblingsgericht und der neue Mitarbeiter in meiner Abteilung, das ist so ein super sympathisch, auf den freue ich mich morgen schon. Was gehe ich nach Hause und was erzähle ich? Erzähle ich das, was menschlich leider üblich ist? Oder erzähle ich das andere? Und unsere Aufgabe in Zukunft auch, die Mitarbeiter in diese positive Spirale zu bekommen, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Und was wir uns auch als Abteilungsleiter vorgenommen haben, diese Nadel, wenn einmal ein Negativgespräch ist, was immer ist, ein Konflikt oder ein Negativ, dass die Nadel, wenn sie schon nicht auf Null ist, sondern runtergeht, weil es ins Negative geht, dass wir sie nie weiter runtergehen lassen auf wie minus zwei zum Beispiel. Dass es nie auf dieses minus drei, minus vier, minus fünf kommt, nie irgendwann mal eskaliert, nie irgendwann in die Gürtellinie geht, nie irgendwann einmal das Thema verliert. Jetzt nehme ich nur ein ganz Beispiel her, ein Mitarbeiter kommt zu spät, dass ich da nicht so weit negativ falle, dass der Mitarbeiter es gar nicht mehr um das zu spät kommen geht, sondern eher um das Verhalten, wie ich mich verhalte, weil er 20 Minuten zu spät ist, oder? Kommt er vor in einem Stress mit, wenn es schon 10 Sachen passiert ist, reagiert der Abteilungsleiter, weil er einfach so einen Hals hat, einfach anders. Dass wir versuchen, egal was passiert, immer in dieser Konversation, ich glaube, das ist ja auch nichts anderes wie mit den Kindern zu Hause, mit der Ehefrau, mit jedem anderen, dass man einfach sagt, hey, wir versuchen immer in diesem Plus, Minus, 1, 2 zu bleiben. Das ist für uns eine Energienadel, wo wir gesagt haben, lasst es uns als großes Vorbild nehmen, weil, passiert mir auch öfter, wo ich irgendeine Fehlmoment habe, wo ich mich danach am meisten selber ärgere. Warum habe ich den Schritt getan? Warum bin ich etwas lauter geworden? Warum habe ich mich in diesen Labalie so hineingesteigert? Und passiert mir auch öfter und ich ärgere mich meistens immer am meisten danach. Und das weniger machen, weil das sind extreme Energieräuber, die Mitarbeiter wir untereinander haben, oder? Und diese Energieräuber, wo wir draufkommen sind, ist, wegen Labalien haben wir oft so Energieräuber und die zerren nicht das Große, nicht kochen für 300 Gäste, das reißt nicht unsere Energie oder solche Sachen, sondern die Energie sind oft so ganz kleine Gespräche zwischen Menschen, die nicht länger wie 3 Minuten dauern, die aber so richtig ins Herz gehen und dich aussaugen. Und das zu stoppen ist unser ganz großes Projekt. Und auch ein anderes Projekt für Mitarbeiter heißt zum Beispiel, auch das mit den Farben finden wir wichtig, welche Farbe jeder Mensch ist, weil welche Farbe passt zusammen. Die Mitarbeiter lernen, welcher Typ ist der andere, dass ich weiß, hoppla, mit dem kann ich durch die Blume reden, der braucht eine klare Ansage. Dieser Mitarbeiter, der legt sehr viel Wert auf Genauigkeit, Pünktlichkeit. Der möchte lieber ein Gespräch mit mir und der möchte einfach in einem Satz, in E-Mail einen Auftrag bekommen. Und wenn ich das weiß, tut man sich auch schon so viel leichter und reduziert wieder diese Negativenergie. Und was ich auch sage, es gibt so wichtige Punkte, es braucht jeder Mitarbeiter bei uns, möchte ich sein Hobby wissen. Aber nicht ich möchte es wissen, sondern ich möchte, dass er selber weiß. Ich möchte, dass er selber weiß, welches Projekt er in diesem Jahr im Stock machen möchte. Ist das ein Jahresprojekt oder ein kleines Projekt? Und ich möchte vor allem auch, dass er seinen Jahresurlaub hinschreibt. Am Anfang des Jahres seinen Jahresurlaub, auf den er sich freut. Weil auch das ist ganz, ganz wichtig. Er muss ein Ziel haben, ein Projekt. Er muss ein Hobby haben, das er für ihn mit einbaut. Und vor allem muss er einmal einen Urlaub haben im Jahr, auf den er sich freut. Und ich glaube, das ist wichtig, weil man freut sich selber auch. Ich freue mich, der Kräuter freut sich. Und jeder Mitarbeiter bei mir von den 180 muss sagen, mindestens auf einen Urlaub, der mindestens 1 bis 2 Wochen dauert, freue ich mich und das ist mein Jahresurlaub. Das muss auch ein Ziel sein, weil sonst arbeitet man nur dahin und weiß nicht, auf was man sich freut. Das ist auch ganz, glaube ich, wichtig zum allgemeinen Wohlbefinden. Daniel, dann bedanke ich mich für das Gespräch, ja. Für die coole Tour durchs Haus. Hat die Sigi gut gemacht? Oder war das? Hat sie super gemacht. Habt ihr die Mitarbeitergänge, ja. Wäscherei? Ja. Alles gesehen. Genau. Beauty waren wir, Fitness waren wir, waren überall. Eine Suite haben wir gesehen. Perfekt. Was ich mich natürlich auch total geehrt und freuen würde, ihr könnt es mir auch gerne E-Mail schreiben oder
oder das sonst loswerden. Wenn ihr sagt, auch, weiß ich, ich freue mich immer über Kritik, weil das bringt mich auch weiter. Wenn ihr sagt, okay, alle reden so, dass beim Stockhall super ist. Von mir ein, zwei Sachen hätte ich eine Verbesserung. Wenn Sie mir das schreiben könnt oder irgendwo hinterlässt oder ein E-Mail schreibst, wie auch immer, bin ich sehr, sehr dankbar. Oder auch ihr von eurer Seite einen Tipp habt und sagt, schau, wenn du eine gute Idee hast, aber ich hätte noch eine Überidee und das wäre noch cool und das hätte mir eigentlich gefehlt beim Stock, oder? Warum so und nicht anders? Wer die Zeit hat, und da freue ich mich einfach, weil oft, weißt du, hier geht's ja noch viel intensiver und ihr macht euch noch viel mehr auf Gedanken wie viele andere Gäste, weil ihr da noch viel aktiver seid. Und wenn irgendwas sein sollte, freue ich mich sehr und bedanke mich auch, dass ihr bei uns seid. Bedanke mich auch, dass wir euch verwöhnen dürfen und euch für euch da sein können und ihr eine gute Zeit habt. Auch gratuliere, dass ihr auch diesen Schritt auch immer, dass ihr den Schritt gemacht habt, weil es sind auch schon die mehr machen wie andere, die einfach mehr bewegen möchten und die sich auch Gedanken machen, weil ich sehe es ja oft, man braucht nur ein bisschen mehr machen, sag jetzt mal, dann ist man schon viel weiter und wenn man dann dieses Blut geleckt hat und wenn man dann sagt, man muss da Geld, man muss Zeit investieren, um hier zu sein. Und wenn man dann noch etwas mitnimmt, ja, finde ich der richtige Weg und gratuliere euch, dass ihr auch diesen Weg genommen habt und getroffen habt und dass ihr hier bei uns seid und ich freue mich, wenn immer wir uns wiedersehen. Danke an euch und gute Zeit weiterhin. Herzlichen Dank. Danke, sehr schön, danke. Dankeschön.